Tritin! Yeah! Fuck yeah! So, hallo und herzlich willkommen, ich bin Tritin und wir spielen Morhun, das verbotene Schloss. Vielen Dank, dass ihr das Video einschaltet. So, jetzt gehen wir auf mein Profil und spielen Seerosen hüpfen. So, okay, also fängt das schon mal ganz toll an. So, gerade reingekommen, beinahe schon wieder runtergefallen. Okay, also die Steuerung ist noch schlechter als die von vom ganz normalen Spielen, wie man Morhun spielt. Wir lenken jetzt den Frosch. Und ja. Der hat ja eine unendlich lange Zunge wohl. Hä? Warum kann ich denn das nicht anklicken? Hä, geht das denn? Ja, das geht. Aber, hä? Ja, hä? Okay, das muss ich wohl jetzt nicht verstehen. So. Jetzt holen wir uns aber noch die Schatztruhe. Und also die Steuerung ist echt sowas von beschissen, ne? Da fällt einem ja nichts mehr ein. Und schon wieder runter. Ach komm, ich war doch eben drauf, ey, was denn das? Also, boah. So, okay. So eine schnellen Sprünge sind auch möglich. Aber man kann halt den Flug irgendwie so gut wie nicht mehr lenken. Von daher, wenn man einmal falsch losgesprungen ist, hat man das dann auch verhauen. Oh, der war knapp. Ja. Wie geht's? Ah, der kommt, okay. Hüpfen wir mal rüber. Ja, das kleines Bötchen. Bring uns geschwind. Da wohin, wo wir wollen. So. Okay, hier ist ein Checkpoint. Und, na, so. Und ja, dann gehen wir mal weiter. 25 Münzen bis jetzt. Steuerung, also darum muss man erstmal klarkommen. So, jetzt müssen wir uns wieder bewegen. Oh ja. So, ja, was kann man denn noch sagen? Oh ja, perfekt durchgelaufen. Ja, jetzt noch den. Oh, alter Falter. Oh, mein altes Herz. So, jetzt erstmal hier die Münzen einsammeln. Und wie ich da hinten sehen kann, müssen wir auf Baumstämme rumreiten, ne? Oh, das klingt aber auch, wenn ich sage, Baumstämme reiten. So, jetzt erstmal in die Mitte und ein bisschen weiter, so. Okay, ja, das war jetzt easy. So, oi, und beim letzten Sprung fast gefailt. So, Checkpoint. Aber, nee, diese Steuerung geht ja gar nicht. Man muss sich umdrehen und dann kann man erst lenken. Also, naja, ist ja nicht so gut jetzt. Aber bis jetzt finde ich das Spiel eigentlich ganz lustig. Und hoffe, es gefällt euch auch. Okay, also es sind keine versteckten Punkte. So, jetzt hier rüber und na, komm, hopp. So, oh, hä, ich war doch drauf. Hä, was geht denn da jetzt ab? Ich stand doch auf dieser bescheuerten Dingensee-Rose. Oh, meine Güte. Ach, alter Falter. So, jetzt auf die nächste Seerose, jetzt das Geldstück noch einsammeln da. Morhun-Geld. Warum machen wir eigentlich so eine Reise, wenn es schon Morhun-Geld gibt? Also, wenn Geld nach mir betritt, also reisen würde, dann würde ich aber nicht mehr so eine komische Reise machen über Baumstämme oder so. Nein, komm doch mal so. Oh, da hinten ist ein Krokodil. Ja. Steht da mit drin rum. Was sind das für ein Nebengeräusch? Klingt ja ein bisschen asynchron. Aber wenn ich drauf hüpfe, ist es ganz normal. So, jetzt lass mal wieder einfinden. Okay. So. Und hüpf. Und hüpf. Und was machen die hier eigentlich? Warum sehen die eigentlich anders aus als die anderen? Machen noch beide nichts.
Dann einfach nur da. Da erstmal das Geld einsammeln. Oh, momentan sind wir schon auf wieder 64 Münzen gekommen. Oh, der geht runter. Ja. Schnell rüber hier. Oh. Checkpoint erreicht. Juhu. So. Oh je, beinahe. So, okay. Und da hinten. So. Was? Der kommt doch hoch? Hä? Meine Fresse. So. Nein! Nicht schon wieder. Zweimal an der gleichen Stelle da. Na gut, fast an der gleichen Stelle. Oh, beinahe ein drittes Mal. Und jetzt warten wir einfach. Erstmal richtig einsteuern. So, und? Schnell weiter, weil der andere auch runtergeht. So. Oh, das lief ja jetzt sehr gut. Jetzt erstmal wieder ordentlich hin. So. Ich weiß nicht, irgendwie sehen die hier vorne komisch aus. Trau denen nicht so. Den gelben Blätterrand. So, schnell rüber. Ach, schon wieder was mit Baumstämmen. Egal, schaffen wir schon. Und hüpf, so. Ja, kann ich auch aus der Nähe nicht anklicken. Oh, beinahe. Mein lieber Herr Gesangsverein. So. Jetzt wieder hier die ganzen Pflanzen weg, die ganzen Münzen weglecken. Deswegen sterben wir immer, wenn wir ins Wasser fallen. Einmal das Huhn kann nicht schwimmen. Und der Frosch, ja, ist schon vollgefressen mit den Münzen, sodass wir elendig ertrinken werden. So. Ist das schon das Ende? Ja, schon ein bisschen komisch. Oh, das geht nicht weiter. Oh, ja, geschafft. Na dann, recht herzlichen Dank, dass ihr das Video gesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nein, schreibt mir wieder eine Nachricht, was ich besser machen kann. Oh ja, bis dann. Ciao.